Die Bäume im Tiergarten hatten ihr neues, hellgrünes Maikleid angelegt. Die Vögelchen pfiffen und flöteten ihre Frühlingslieder. Herrlich blühte der Flieder. Auf den Bäumen krabbelte es von Maikäfern und auf den Spielplätzen von kleinen Buben und Mädeln. Aber so lustig es auch im Tiergarten war, es kostete Annemarie jedes Mal einen Kampf, von zu Hause vorzugehen, denn dort war es jetzt noch tausendmal lustiger. Da wurde der alte hässliche Winterstaub aus allen Ecken und Winkeln gejagt, mit großen Besen und Scheuerbürsten und wahren Fluten von Seifenwasser. Hanne und Frieda, die hatten es gut. Die brauchten nicht mit Fräulein in den ollen Tiergarten spazieren zu gehen. Die durften den ganzen Tag nach Herzenslust klopfen, bürsten und fegen, seifen und panschen. Ach, wie Annemarie die beiden beneidete. Besonders da Mutti auch immer dabei half. »Bist du sehr traurig, Fräulein, dass du nicht mit reinmachen darfst?« fragte sie mitleidig, als es wieder mal in den Tiergarten ging. »Nein, nein, ganz und gar nicht«, lachte Fräulein. »Ich gehe viel lieber spazieren, du doch auch, Annemariechen.« »Ach wo«, rief die Kleine. Sie konnte sich nicht denken, dass jemand noch etwas anderes schöner finden könnte als reine machen. »Ich wollte, es regnete alle Tage, dass ich zu Hause bleiben müsste«, sagte sie mit Inbrunst. »Das kann schneller kommen, als du denkst, Liebling, denn das Barometer scheint zu fallen.« »Regnet es dann, wenn das Barometer fällt?« erkundigte sich die Kleine angelegentlich. »Ja, dann gibt es jedes Mal schlechtes Wetter«, belehrte sie Fräulein. Heute war Annemarie mit ihren Gedanken gar nicht so recht beim Spiel. Gerda bekam keinen Spinat zu essen, der Ball blieb in seinem roten Wollnetz und selbst der große Reifen lief nicht wie sonst den Vorübergehenden gegen die Knie. Annemarie hatte anderes zu tun. Die musste in den blauen Himmel hinaufgucken und die kleinen Flatterwölkchen, die wie weiße Wollschäfchen dort oben vorbeizogen, zählen. Ob die wohl Regen brachten? Als die Kleine heute vom Spaziergange nach Hause kam, war ihr erster Weg nicht wie sonst in die Kinderstube zu den Puppen. Mit Hut und Mäntelchen lief sie in Vaters Sprechzimmer zum Barometer. Nein, es war noch nicht recht gefallen. Es hing noch ganz fest an der Wand. Da hatte sie sich umsonst gefreut. »Morgen wird deine Kinderstube reingemacht«, sagte Mutti nach Tisch zu dem Töchterchen. »Auf fein, da kann ich nicht spazieren gehen.« Annemarie vollführte vor Freude einen Luftsprung und Gerda, Mutti hatte eine andere Ansicht. »Wir werden gut ohne dich fertig, im Gegenteil noch schneller, wenn du uns nicht im Wege stehst.« »Aber meine Puppenküche muss ich doch reinmachen. Da darf die Hanne nicht ran. Die zerschlägt mir bloß meine Teller. Du hast erst gestern gesagt, Muttichen, die Hanne zerschlägt alles.« »Ich werde die Puppenküche selbst übernehmen. Bist du nun zufrieden, Lotte?« fragte Mutti lächelnd. »Nein, gar nicht.« Nesthäkchen machte ein langes Gesicht. »Wenn meine Kinderstube reingemacht wird, muss ich dabei sein. Im Kaufmannsladen weißt selbst du nicht so gut Bescheid, Muttichen, und meine Puppenbetten muss ich mir auch selbst klopfen und frisch beziehen. Ach, wenn's doch morgen bloß regnen wollte.« Alle paar Minuten lief klein Annemarie an das Fenster, um zu sehen, ob denn noch immer keine schwarzen Regenwolken kämen. Aber der Himmel war und blieb blau, und die Sonne lachte die Kleine noch obendrein aus. »Du sollst mich nicht auslachen, du dumme Sonne«, rief Annemarie, und ließ dabei ein ganz klein wenig ihr rotes Züngelchen sehen. Aber schnell verschwand es wieder, denn Puppe Gerda hatte ihre kleine Mama ganz erschrocken angeguckt. Doch als auch am Nachmittag noch immer keine Wolken heraufziehen wollten, da fasste das kleine Mädchen einen kühnen Entschluss. Annemarie wollte selber
schlechtes Wetter machen. Herzklopfend schlich sie sich mit ihrer Gerda in Vaters leeres Sprechzimmer. Hatte Fräulein nicht gesagt, wenn das Barometer fiel, regnete es? Dann war es sicher so, denn Fräulein wusste alles. Da hing das Barometer. Auf den Zehenspitzen näherte sich die Kleine. Gerda machte ein ängstliches Gesicht. Leise rührte das Kinderhändchen an dem Barometer. Das begann ärgerlich hin und her zu schaukeln. »Tu's nicht! Lass sein!« wollte Puppe Gerda gerade noch warnend rufen. Zu spät. Schon hatte Annemarie dem Barometer einen starken Stoß gegeben. Es schwankte, es hopste und fiel zur Erde. Das Glas war in zwei, die Zeiger verbogen, und davor stand das kleine Mädchen und weinte bitterlich. Ja, jetzt gab es mit einem Male Regenwetter, freilich nur bei Annemarie, draußen aber schien noch immer die Sonne. Scheu schlich sich die kleine Wettermacherin davon. Nach einer Weile hörte sie die Stimme des inzwischen heimgekehrten Vaters. Sie klang aufgebracht. »Nun möchte ich bloß wissen, wer mir das teure Barometer wieder kaputt gemacht hat. Das ist doch sicher beim Reinemachen passiert«, so rief er. Mutti und Fräulein eilten herbei und sahen erschreckt auf das verdorbene Barometer. Sie hatten keine Ahnung, wer das wohl verbrochen haben könnte. Hanne und Frieda wurden gerufen, aber auch die beteuerten ihre Unschuld. »Schicken Sie mir die Jungen in mein Zimmer, wenn sie aus der Turnstunde kommen, Fräulein«, gebot der Vater noch immer ärgerlich. Das kleine Mädchen konnte es deutlich hören, denn die Türen standen offen. »Sicher ist es einer von den Schlingeln gewesen. Na, die können sich freuen.« Zweimal hatte Puppe Gerda Annemarie bereits am Ärmel ihres roten Kleidchens gezupft. Die tat, als merke sie nichts. Aber als die Puppe jetzt zum dritten Mal noch stärker zupfte und sie dabei auch noch vorwurfsvoll ansah, stieß Annemarie hervor. Ja doch, ich gehe ja gleich.« Und da stand sie auch schon mit niedergeschlagenen Augen in Vaters Sprechzimmer, ihr Puppenkind krampfhaft an das Herz gepresst. »Na, Lotte, was willst du?« »Ich«, druckste die Kleine und wäre am liebsten wieder davongelaufen, wenn sie sich nicht vor ihrem Kinde geschämt hätte. »Na, was hast du denn auf dem Herzen, meine kleine Lotte?« Liebevoll zog Vater sie zu sich heran. Da schlang Annemarie ihre Ärmchen um Vaters Hals und Puppe Gerda tat dasselbe. Beide verbargen sie das Gesicht an Vaters Schulter. »Ich habe das Barometer fallen lassen«, flüsterte es leise, ganz leise. »Du?« Des Vaters Gesicht wurde ernst. »Was hast du denn an meinem Barometer zu suchen, Annemarie?« Vater sagte Annemarie und nicht wie sonst immer Lotte. Nun hatte er sie ganz sicher nicht mehr lieb. »Ich wollte doch so schrecklich gern, dass es morgen regnet, weil doch meine Kinderstube reingemacht wird. Und Fräulein hat gesagt, wenn das Barometer fällt, gibt es schlechtes Wetter.« »Und darum hat meine dumme kleine Lotte es fallen lassen?« Vater biss sich auf die Lippen, um das Lachen zu verbergen. Auch Mutti und Fräulein mussten sich umwenden, weil es in ihren Gesichtern vor verhaltenem Lachen zuckte. Annemarie aber sah das alles nicht. Die hörte nur, dass Vater wieder Lotte zu ihr gesagt hatte. Gott sei Dank, dann war er nicht mehr so schrecklich böse. Da nahm der Doktor sein Nesthäkchen an die Hand und wies auf die Zahlen, welche auf dem Barometer verzeichnet waren. »Siehst du, Lotte, der blaue und der goldene Zeiger hier, die jetzt verbogen sind. Die zwei sind schrecklich klug. Sie wissen ganz genau schon im Voraus, was es für Wetter gibt. Wenn die Witterung schön wird, steigen sie auf eine höhere Zahl. Wird das Wetter schlecht, so rücken sie auf eine niedrigere Zahl. Und dann sagt man, das Barometer fällt. Aber das bleibt trotzdem ruhig an der Wand hängen«, so belehrte sie der Vater.
Bist du auch nicht mehr böse, Vatchen? Ich will es ja auch nie mehr wieder tun, bat Annemarie noch ganz schüchtern. Da drohte Vater lächelnd, dass du mir nicht wieder an meine Sachen gehst. Aber das Wettermachen überlasse künftig nur lieber unserem Herrgott, Lotte, rief er dem erleichtert davonspringenden Töchterchen nach. Das tat klein Annemarie auch. Abends im Bettchen faltete sie erst Puppe Gerda die Hände und dann ihre eigenen und betete: Lieber Gott, mach du doch, dass es morgen regnet, hagelt und schneit. Weil doch das Barometer nun kaputt ist und nicht mehr dafür sorgen kann. Amen.